Greenbone, der grüne Knochen. Mit einem Vulnerability Management oder auch auf Deutsch einem Schwachstellenmanagement betrachtet man die eigene IT-Infrastruktur von außen, also sozusagen mit dem Blickwinkel eines potenziellen Angreifers. Und Ziel dabei ist es, jede existierende Schwachstelle der eigenen IT-Infrastruktur zu finden. Und dabei gibt es das Open-Source-Projekt Greenbone. Und nicht mehr viel von mir, sondern jetzt zum Daniel weiter, der im Innovation Center da doch dieses Thema genauer behandelt hat. Lasst doch gerne einfach jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, was für weitere Themen wir in den künftigen Videos behandeln sollen. Also nur zu, schreibt es in die Kommentare und viel Spaß mit dem Video. Heute wieder live aus dem Innovation Center mit einer richtig genialen Geschichte zum Thema Open Source. Wir haben euch in der Vergangenheit was über Honeypots erzählt. Also wir haben Systeme aufgesetzt, die Löcher haben wie ein Scheunentor. Und jetzt war es ziemlich spannend. Wir wollten mal schauen, welcher Security-Scanner findet bei den Honeypots am meisten Security-Stellen. Ja? Und da gab es gigantische Unterschiede. Am meisten hat mich Kali Linux damals beeindruckt. Mit Kali Linux haben wir gescannt und da war OpenVAS, das Nonplusultra. Wenn man sich bei Wikipedia und Co. beliest, stellt man fest, dass diese ganzen Suiten so ein bisschen aus der Richtung Nessus 1.0, was noch frei war, entstanden sind. Und wir haben drei Tools zur Auswahl gehabt. Auf dem Platz 1 war der Qualys-Scanner, auch ein Ableger von ehemals Nessus. Dann Nessus selbst, die aktuelle Version, beides kommerzielle Versionen. Und dann haben wir die Community-Version von Greenbone gehabt. Und was ich ziemlich phänomenal fand, wir haben also die Honeypots gescannt, wir haben auch noch alte, verwaiste, private Rechner gescannt, wo noch ein verstecktes Joomla 1.5 Schlag mich tot drauf war. Und der einzige Scanner, der richtig tief gescannt hat und alles gefunden hat, also jetzt meine Analyse, Software Nummer 1 ist Greenbone. Danach finde ich persönlich Nessus sehr gut, weil Nessus wahnsinnig stabil ist. Da hat Greenbone noch ein bisschen Aufholbedarf. Und Qualys persönlich war mir jetzt die Handhabung etwas zu frickelig. Bei Greenbone selbst haben wir uns dann von der Ubuntu-Version getrennt, von der ISO-Version auch getrennt und haben das jetzt auf Debian 10 selbst aufgebaut. Werden auch hier im Video wahrscheinlich ein Shell-Skript verlinken, das wir selber genutzt haben. Aktuell läuft unsere Greenbone nicht mehr auf Bare Metal, sondern wir haben den alten Server abgeschossen und haben in der Cloud eine OpenStack-Lösung genommen. Also auf der Open Telekom Cloud haben wir eine VM mit ordentlich Platz gebaut und kämpfen noch ein bisschen mit der Stabilität. Bei Twitter selbst hat Greenbone geantwortet und die kündigen sogar eine neue Version an. Und ich glaube, sobald die auf dem Markt verfügbar ist, dann zeigen wir euch mal die aktuellen Auswertungen, wie wir unseren Honeypot gescannt haben. Also viel Spaß damit. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir analysieren vieles und wie ihr hier gerade Ludwig seht, der jagt wahrscheinlich gerade irgendwelche Logfiles, ja, mit seiner Brille. Wir forschen gerne, also schickt uns Ideen, wir drehen ein Video davon. Danke. Vielen Dank an Daniel, damit er das Thema nochmal genauer beleuchtet hat, und zwar Greenbone. Und damit meine ich jetzt nicht direkt, wie ich es am Anfang gesagt habe, den grünen Knochen, sondern falls ihr es jetzt nicht sogar schon bemerkt haben solltet, das ist einfach nur deren Icon. Ja, das ist ein grünes Fossil. Und dabei ist dieses Projekt doch noch gar nicht so alt. Falls euch nun aber noch weiter für dieses Thema Greenbone interessieren sollte, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao.